Servus Leute und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ich bin die Jessie und präsentiere euch heute, für was Skoda steht, und zwar seine Simply Clever Lösung. Und dafür habe ich mir den brandneuen Skoda Octavia geschnappt und zeige euch anhand diesem, was es da für clevere Lösungen und Gadgets so gibt. Falls ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Ihr findet uns nicht nur hier übrigens auf YouTube, macht ihr gerne Glocke an, abonniert uns, sondern auch auf Instagram, auf Facebook und auf TikTok. Gebt uns da auch ein Like oder ein Abo, würde mich riesig freuen. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt auch los und ihr kommt mit. Die erste Lösung finden wir unter der Motorhaube, die mache ich euch jetzt gleich mal auf. Und zwar ist das ein super praktischer Verschluss, aber auch gleichzeitig eine Trichterfunktion vom Scheibenwischwasser. Schaut mal hier, das ist der Deckel und wenn wir das einmal so umklippen, zack, haben wir jetzt dieses Silikon und es ist gleichzeitig ein Trichter und wir verschütten halt dieses Wischwasser nicht mehr, was super spannend ist und auch clever. Es läuft nicht mehr in den Motorraum und ist wirklich eine gute Lösung. Dann kommt mal mit, gehen wir weiter ums Auto herum. Hier vorne haben wir auch zwei Simple Clever Lösungen. Die erste ist hier vorne das kleine Plastikteilchen. Da können wir beispielsweise Parktickets hinten dran kleben, Notizen oder andere Dinge, Dokumente, die man braucht. Und wir haben hier so eine kleine Rinne, die dafür da ist, dass das Wasser, wenn es regnet beispielsweise, viel einfacher abläuft, was auch sehr praktisch ist. Wenn wir jetzt die Tür öffnen, kennt ihr normalerweise bei Skoda hier so einen Türkantenschutz. Den hat der Octavia jetzt hier nicht. Aber was wir haben, ist einmal der obligatorische Schirm bzw. die Mulde für den Schirm. Und die ist super praktisch, weil wenn ich dann bei Regen wieder zurück zum Auto komme, der Schirm nass ist, kann ich den trotzdem hier reinstecken, weil da unten eben eine Ablauffunktion ist, die das Wasser halt eben ablaufen lässt. Ein zweites Gadget hier drin ist dieser Mülleimer hier. Da gibt es auch so kleine Mülltüten dafür und da kann man dann ganz easy, wenn man beispielsweise einen Apfel isst oder einen Schokoriegel oder sowas, den dort reinschmeißen. Jetzt gehen wir mal auf die Rückbank, weil da ist was ganz Spannendes, das es jetzt nur beim Octavia gibt. Und zwar, schaut mal hier, haben wir hier so eine Lösung für Smartphone. Das heißt, ich kann hier ganz einfach ein Smartphone reinmachen. Das haben wir auf beiden Fahrersitzen und Beifahrersitz haben wir das. Und es ist wirklich praktisch. Man hat hier eine perfekte Mulde und man hat hier einfach auch nochmal Platz für Magazine oder ähnliches. Dann haben wir hier auch Rollos. Das kann man hier einfach so einklippen. Schaut mal, so. Und auch hier wieder rein. Die passen hier auch perfekt rein. Die sind halt für den Sonnenschutz sehr gut und ja, gliedern sich hier so richtig schön in die Tür rein, was ich gut finde. Wenn ihr jetzt auch noch mal hier reinschaut, seht ihr, dass wir hier viel breitere Kopfstützen haben. Seit diesem Octavia-Modell gibt es jetzt das Schlafpaket auch optional. Bedeutet, wir haben hier breitere Kopfstützen und hinten auch noch eine kleine Tasche mit einer Decke, die ich euch jetzt zeige. Ja, und wenn es um Simply Clever Lösungen geht, finden wir das meiste jetzt eigentlich im Kofferraum. Zeige ich euch erstmal noch kurz die Tasche, wenn ich sie finde. Da ist sie. Hier ist einmal nochmal die Tasche zum Schlafpaket. Die ist eigentlich ganz schön aus so einem Filz. Und da haben wir dann so eine Decke drin, mit der man sich eben zudecken kann. Ich lege das jetzt alles mal neben das Auto, weil es jetzt relativ viel ist. Dann haben wir hier so eine Ladesicherung. Die lässt sich in zwei Stufen einstellen. Das heißt einmal so und einmal ganz nach vorne. Die lässt sich aber auch relativ einfach wieder rausholen. Dafür muss ich jetzt ins Auto steigen. Ich bin ein bisschen kleiner als der Durchschnittsmann zumindest. Kann die hier so rausklappen. Ich mache die mal gerade raus. Da ist sie. Stelle sie mal hier neben das Auto. Wir haben hier sonst, was echt praktisch ist, ganz viele Haken. Die sind für die Taschen beispielsweise gut. Hier seht ihr sie, da und da. Und wir haben hier drüben auch Haken. Und was auch cool ist, ist, dass wir hier eine elektrische
so geht's rum, eine elektrische Anhängerkupplung haben. Die geht auch wieder automatisch hier rein und freut da draußen wahrscheinlich jeden, der einen Anhänger hat oder ein Boot oder was auch immer. Genau, und man kann hier die Rücksitze ganz einfach umklappen, was zack, auch echt cool ist. So, das nächste Gadget, was wir hier drin haben, befindet sich hier. Ich mache das mal kurz auf. Das ist nämlich ganz cool. Das kann man hier so rausnehmen und kann das jetzt so aufrollen und in den Haken hier einhaken. Und jetzt hat man hier eben auch nochmal eine Fläche, in der man 3 Kilo verstauen kann. So, dann mache ich das mal jetzt hier wieder rein. Das auch mal mit raus. Leg das auch mal hier neben das Auto. Und dann haben wir hier einen doppelten Ladeboden. Den zeige ich euch mal. Denn was wirklich cool ist, hier hat man halt so eine gerade Fläche und keine Kante davon und kann hier wirklich 1 oder 2 Billigregale transportieren. Man kann aber auch diesen Boden so runterschieben, dass der ganz flach drauf liegt auf dem Boden, was auch praktisch ist. Und wir haben hier nochmal eine Schiene, mit der man verschiedene Dinge festzogen kann und die kann man auch hier rausklicken und da oben vorne, da seht ihr es, da kann man die dann auch nochmal reinklicken. Macht das jetzt mal schnell. So geht es. Und hier vorne geht es auch wieder rein. Ist super praktisch und geht echt einfach. Ich habe das jetzt auch gerade zum ersten Mal gemacht. Genau, und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, man kann die ganzen Dinge, die ich jetzt neben das Auto gelegt habe, hier verstauen. Ich zeige euch das mal. Man kann das hier beispielsweise reinlegen. Kann es aber auch unter den Ladeboden machen. Vielleicht machen wir das. Das ist wahrscheinlich sogar besser. Ich mache den mal hier kurz raus. Einmal das. Können wir hier super gut verstauen. Hier rein. Aber auch die Ladesicherung passt hier rein. Schaut mal, wie gut es sich hier so anschmiegt. Finde ich super cool. Und jetzt können wir den doppelten Ladeboden wieder reinmachen. Und haben jetzt hier eine Ebene und alles super verstaut. Eine letzte Sache, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Hier gibt es ganz schön viele. Hört doch schon, ich bin ein bisschen außer Atem, ist dieses Netz hier. Ich zeige euch das jetzt mal. Das sieht so aus. So, und das ist ganz cool, weil man hier so einen kleinen Verschluss hat, mit dem man das ein- und aus einrasten kann. So sieht das aus. Und dann nehmen wir das mal hier mit rein. Ihr müsst nochmal mit reinkommen. Und das kann man hier oben super easy einklemmen. Das einfach nochmal so als Ladesicherung fungiert. So. Und dann gehen wir noch zum letzten Punkt. Der ist hier vorne. Hier haben wir den obligatorischen Eiskratzer, den kennt ihr alle, damit kann man super schön Eis vom Auto kratzen. Ich kenne es nämlich immer, wenn ich mich ins Auto setze, ist der irgendwie nicht da, wo ich ihn haben möchte. Und wir haben hier ein Profiltiefenmesser, so sieht er aus. Können wir ganz easy die Profiltiefe messen. Und etwas, das jetzt exklusiv im Octavia ist, ist das hier vorne. Und zwar ist es eine Komfort-Einfüllstutze für AdBlue und damit können wir jetzt auch bei den LKW-Zapfzöllen AdBlue tanken. Jetzt sind wir im Innenraum und da zeige ich euch jetzt noch die Simply Clever Lösungen, die Skoda präsentiert. Und zwar ist das einerseits hier vorne eine induktive Ladefläche. Die ist für mich jetzt nicht so Simply Clever, weil die findet man mittlerweile in fast jedem modernen Auto. Aber was ganz spannend ist, ist, dass sie sich mit der Antenne oben verbindet und damit den Empfang noch verbessert. Dann haben wir hier relativ viele Staumöglichkeiten, die für Skoda ebenfalls Simply Clever Lösungen sind. Wie beispielsweise hier in den Türen, da haben wir dann Platz für größere Flaschen hier vorne. Und wir haben hier hinten auch Platz für Warnwesten, hier hinten in der Tür, was auch ganz spannend ist. Das haben wir auf der Fahrer- und Beifahrerseite. Den Mülleimer habe ich euch noch gezeigt. In manchen Skoda-Modellen hat man dann auch noch hier oben so einen Platz für eine Sonnenbrille. Und wir haben relativ viele Staumöglichkeiten. Das heißt, hier vorne haben wir eine Staumöglichkeit, da können wir was reinmachen. Wir haben hier 2 Cupholder, die so ein bisschen durch so Clips sich verjüngen, beziehungsweise wo dann wirklich jedes Gefäß reinpasst. Und wir haben hier nochmal so eine kleine Öffnung für den Schlüssel. Das ist ganz praktisch. So passt er dann rein und so verrutscht er dann auch nicht bei der Fahrt.
quasi meine kleine Übersicht über die Simply Clever Lösungen im Skoda Octavia. Ich hoffe, sie war etwas informativ. Falls ja, lasst mir gerne einen Kommentar unter diesem Video und ein Like da, würde mich riesig freuen. Und natürlich ein Abo und macht die Glocke an. Ihr findet uns nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Lasst auch da gerne ein Like da und ein Abo und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.